Triggerwarnung. Das nachfolgende Video kann auf einige verstörend wirken. Ich renne um die Ecke, und da steht ein Mann, der meine Schwester an der Kehle hält und sie in ein offenes Auto zerrt, das in der Nähe geparkt ist. Reddit-Mitglieder erzählen von gruseligen Begegnungen mit völlig Fremden. Ich bin LKW-Fahrerin und war gerade in Nevada auf dem Heimweg nach Kalifornien. Es war etwa 5.30 Uhr morgens im ländlichen Nevada. Ich befand mich auf einem Raststopp, auf meiner üblichen Route. Der Rastplatz war mir sehr vertraut. Er lag nur etwa eine Stunde vor der kalifornischen Grenze. Da ich eine alleinstehende Frau bin, trage ich meine Waffe verdeckt. Ich habe eine erweiterte Erlaubnis, die das verdeckte Tragen in mehreren Bundesstaaten außer Kalifornien erlaubt. Ich saß in meinem Lastwagen auf dem Beifahrersitz und ich war dabei, meine Waffe zu zerlegen und wegzupacken, um den Vorschriften zu entsprechen. Als ich ausstieg, um auf die Toilette zu gehen, hatte es jemand geschafft, nahe an meinen Lastwagen heranzukommen und sich auf der Beifahrerseite zu verstecken. Und ich merkte es erst, als ich an ihm vorbeiging. Wer auch immer es war, er hat mich von hinten gepackt. Ich stieß einen lauten, markerschütternden Schrei aus. Ein Oscar-prämierter Schrei. Aber an dieser Haltestelle waren keine anderen Menschen. Ich kämpfte und versuchte, den Kerl von mir wegzustoßen, was mir nicht besonders gut gelang. Das Treten führte dazu, dass er mich einfach vom Boden hochhob und so konnte ich ihn nicht mehr treten. Auch der Versuch, seine Arme zu durchbrechen und so der Umarmung zu entfliehen, half nichts. Ich weiß nicht, wie lange ich schrie und kämpfte, aber dann hörte ich Reifen quietschen und dachte bei mir, oh nein, es ist bestimmt der gruselige Lieferwagen, von dem meine Eltern mir als Kind erzählt haben und verboten haben, zu nah heranzutreten. Nö, es war ein Toyota Corolla voller Jugendlicher aus der Gegend, die auf dem Weg zur Tankstelle waren, bevor sie zur Schule gingen. Die Teenager sprangen heraus und rannten auf uns zu, während der Fahrer im Fahrzeug blieb. Der Typ, der mich gepackt hat, ist abgehauen, zwei der Jugendlichen haben ihn zu Fuß durch die Wüste hinter der Tankstelle verfolgt, und der Fahrer und der andere Jugendliche haben sich vergewissert, dass es mir gut geht. Ich schicke diesen vier Jungen jedes Jahr Weihnachts- und Geburtstagskarten. Ich bin sicher, ohne sie wäre ich entführt oder getötet worden. Josh, Austin, Mason und James. Ich danke euch, Jungs. Als ich etwa 6 Jahre alt war, war ich mit meiner Familie auf einem unglaublich überfüllten Straßenfest, zu dem wir jedes Jahr gingen. Ich erinnere mich, dass wir angehalten hatten, um 1 oder 2 Minuten lang eine Band spielen zu sehen, und dann nahm meine Mutter meine Hand und wir gingen weiter. Nach ein paar Sekunden bemerkte ich, dass die Hand, die ich hielt, geschwollen und heiß war, während die Hände meiner Mutter immer kühl und schlanker waren. Ich schaute auf und sah eine Frau mit langen blonden Haaren und Sonnenbrille, die mich angrinste. Ich sagte, sie sind nicht meine Mutter, woraufhin sie nur lachte und sagte, das ist okay, du kannst trotzdem mit mir kommen. Offensichtlich hatten meine Mutter und mein Vater gemerkt, dass ich nicht mehr bei ihnen war und flippten aus. Mein Vater schaute zufällig genau zur richtigen Zeit in die richtige Richtung und sah diese Frau, die mich durch eine Lücke in der Menge wegführte. Er rannte zu uns hinüber, packte sie an der Schulter, sie ließ meine Hand fallen und verschwand in der Menge. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er uns gesehen hat. Die Leute standen Schulter an Schulter bei dieser Veranstaltung. Meine Geschichte ist eine Mischung aus dem Unheimlichsten und dem Besten. Ich war 11 und mit meinem Cousin, der 3 Jahre alt war, im Park. Mein Cousin war ein sturer Dreijähriger, der mir sagte, ich solle ihn in Ruhe lassen, und ich setzte mich auf die Bank. Ich las gerade in meinem Buch und schaute ab und zu auf, bis sich ein etwa 50-jähriger Mann neben mich setzte und einfach zu reden begann. Er fragte mich etwa 4-mal, welches Kind meins sei, auch nachdem ich deutlich gemacht hatte, dass ich mich unwohl fühlte, und dann kam er mir ganz nah und sagte, willst du noch eins? Also fing ich an auszuflippen, bis dieser Obdachlose, von dem ich später wusste, dass er Marty heißt, mich von der Bank wegzog und zu ihm sagte, dass er Glück hatte, dass er ihm nicht den Kiefer gebrochen hat. Dann hat Marty zu mir gesagt, ich solle nach Hause gehen. Ich bin froh, dass Marty aufgetaucht ist, denn ich weiß nicht, was sonst passiert wäre. Nicht per se beängstigend, aber zutiefst verstörend. Ein zufälliger Kerl in meiner örtlichen Bibliothek sprach mich an, während ich einen neuen Science-Fiction-Roman las, und war absolut überzeugt, dass ich sein Sohn sei. Er sagte mir immer wieder, dass es ihm leid täte und dass er nie vorhatte, meine Mutter zu töten, die er Rosa nannte, und sagte noch anderen abscheulichen Scheiß, den ich nicht beschreiben werde. Er war total verrückt, aber er klang die ganze Zeit so rational und ruhig. Der Scheiß hat mir noch lange Zeit danach eine Gänsehaut bereitet. Ich duschte gerade im Badezimmer, im Keller. Mein 3-jähriger Sohn war mit meiner Mutter oben und frühstückte. Ich hörte, wie er die Tür öffnete und sagte zu ihm, Mama duscht gerade, du musst warten. Die Tür schloss sich nicht, aber er reagierte auch nicht,
Also bat ich ihn, wieder nach oben zu gehen und Oma um das zu bitten, was er brauchte. Stattdessen sehe ich einen Schatten und den Umriss einer Hand, die den Duschvorhang berührt, und erkenne, dass ein Erwachsener im Bad ist, nicht mein Sohn. Ich schreie und schlage durch den Duschvorhang. Ich glaube nicht, dass ich ihn getroffen habe, aber ich hörte den Mann trotzdem hinauslaufen. So schnell ich konnte, sprang ich hinaus und schnappte mir ein Handtuch, um nach meinem Sohn und meiner Mutter zu sehen. Zur gleichen Zeit kam meine Mutter die Treppe hinunter, um zu sehen, ob es mir nach dem Schrei gut ging. Der Mann ist nie nach oben gegangen, und sie wussten nicht einmal, dass etwas passiert war. Die Kellertür und das Fenster standen offen. Ich rief die Polizei an, aber sie fanden ihn nicht, nur meine leere Brieftasche etwa eine Straße entfernt. Ein paar Wochen später meldeten sie sich bei mir, um mir mitzuteilen, dass sie in der Gegend einen Mann erwischt hatten, der Frauen mit vorgehaltener Waffe vergewaltigte, und sie glaubten, dass es derselbe Mann war. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Angst. Das Erschütterndste für mich war, dass er einfach still im Badezimmer stand, während ich mit ihm sprach, als wäre er mein Sohn. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht warum, aber das hat mir am meisten Angst gemacht. Es fühlte sich damals wirklich verletzend an. Warnung: Diese Geschichte beinhaltet tatsächlichen sexuellen Missbrauch. Jeden Sommer schickten meine Eltern meine Schwester und mich für ein paar Wochen nach Alabama, um Zeit mit unserer Großtante und unserem Onkel zu verbringen. Das war für viele Jahre mein absoluter Lieblingsort und meine Lieblingszeit. Einige meiner schönsten Kindheitserinnerungen stammen von diesen Sommern in Alabama. Leider verstarb mein Großonkel, als ich 13 Jahre alt war, und die Tochter meiner Großtante und ihr Mann zogen in das Haus ein. Meine Schwester und ich wollten im Sommer immer noch hinfahren und Zeit mit unserer Tante verbringen, und so war der erste Sommer, den wir ohne unseren Großonkel verbrachten, zwar anders, aber immer noch angenehm. Bis auf den Mann meiner Cousine, Jackie. Ich war ein ziemlich intuitives Kind, und dieser Typ war mir einfach unheimlich. Er kam von hinten, wenn ich Videospiele spielte, und kitzelte mich auf seltsame Weise, oder er berührte mich einfach, so dass ich mich eklig fühlte. Er machte Bemerkungen wie: Du solltest zum Angeln auf mein Boot kommen und ich kaufe dir Wein und Zigaretten. Er versuchte offensichtlich, mich dazu zu verleiten, mit ihm allein zu sein, und zum Glück sagte mir mein Bauchgefühl, dass ich das nicht tun sollte. Gegen Ende unseres Aufenthalts verbrachte ich einige Zeit mit meinen kleinen vierjährigen Zwillingscousinen, und sie begannen mir zu erzählen, dass Onkel Jackie sie dazu bringt, nackt für ihn zu tanzen und sie zu berühren. Ich war nur ein 13-jähriges Mädchen, aber ich konnte nicht glauben, was ich da gehört hatte. Sobald ich die Gelegenheit hatte, ging ich ins Haus und rief meine Mutter an, die sofort aus Chicago hergeflogen kam und meine Großtante mit dem konfrontierte, was diese kleinen Mädchen mir erzählt hatten. Sie war offensichtlich gedemütigt, aber sie hatte gerade ihren Mann verloren und schien nicht zu wissen, geschweige denn in der Lage dazu, was zu tun. Da meine Mutter eine starke Frau war, stellte sie Jackie zur Rede, und als sie das tat, fanden viele andere Familienmitglieder das heraus und einige der anderen Kinder sagten, dass er sie ebenfalls belästigt hatte. Es war eine verrückte Verkettung von Ereignissen, die dazu führte, dass Jackie jetzt im Gefängnis sitzt, Gott sei Dank. Eine Zeit lang fühlte ich mich schuldig, weil ich das alles an die Öffentlichkeit gebracht hatte und es so einen Riss in meiner Familie verursachte, aber es war so unheimlich und so beängstigend für eine junge Frau, das durchzumachen. Ich habe mich für diese unschuldigen Kinder schrecklich gefühlt, es ist über 20 Jahre her und ich denke immer noch täglich daran. Obwohl ich selbst nie belästigt wurde, hat es mich in vielerlei Hinsicht verändert und es fiel mir schwer, Menschen zu vertrauen. Ich war etwa 10 Jahre alt und ging mit meiner Schwester vom Park nach Hause. Sie, die sture Jüngere, ich brauche keine ältere Schwester, die mir die Mutter vorspielt, Schwester, ging absichtlich 20 Meter voraus, damit niemand auch nur auf den Gedanken kommen würde, wir gehören zusammen. Sie ging um eine Ecke, und ich höre einen markerschütternden Schrei. Ich habe noch nie in meinem Leben 20 Meter so schnell zurückgelegt. Ich renne um die Ecke, und da steht ein Mann, der meine Schwester an der Kehle hält und sie in ein offenes Auto zerrt, das in der Nähe geparkt ist. Als er sieht, dass ich mich nähere und unverständlich schreie, ich weiß wirklich nicht, was ich geschrien habe, ich war zu Tode erschrocken, und er merkt, dass wir zu zweit sind, lässt er sie fallen, springt ins Auto und fährt davon. Sie hatte tagelang fingerabdruckförmige Prellungen an ihrem Hals. Vor ein paar Jahren brauchte ich dringend einen Job, und ein Freund vermittelte mir eine Stelle in seinem Unternehmen für häusliche Krankenpflege. Ich ging von Haus zu Haus, erledigte leichte Hausarbeit und half den Kunden beim Abwasch, der Wäsche und solcher Sachen. Die meisten dieser Leute lebten in der Provinz, wo ich keinen Handyempfang hatte. Dieser eine Kunde lebte an einem solchen Ort. Er gab mir von Anfang an ein komisches Gefühl. Ich kam zu der von ihm gewünschten Zeit, räumte sein Haus auf und half ihm beim Abwasch. Als ich ihn fragte, ob er noch etwas brauche, bevor ich gehe, packte er mich schnell, zog mich zu sich und sagte: Ja, du kannst mit mir Liebe machen, bevor du gehst.
Dieser Mann, der angeblich zu schwach war, um selbst zu duschen, hatte mich sehr fest im Griff und ich konnte mich nicht befreien. Es dauerte wahrscheinlich nur etwa 5 bis 10 Sekunden, aber es war erschreckend. Ich war allein mit diesem Mann in seinem Haus, ohne Handyempfang, ohne Nachbarn und nicht einmal mit einem Festnetzanschluss. Ich dachte die ganze Zeit, er könnte mit mir machen, was er wollte, und ich könnte nichts dagegen tun. Ich war betrunken, als ich von einer Party nach Hause ging. Ich wohnte nur 5 Minuten von der Party entfernt, aber ich war ein alkoholisierter Depp, weil ich allein nach Hause ging, während in der Gegend ein Vergewaltiger sein Unwesen trieb. Es hatte innerhalb von 2 Wochen 3 Fälle gegeben, nur ein paar Straßen weiter, wo ich zu Fuß unterwegs war. Dennoch dachte ich aus irgendeinem Grund, dass die Gefahr für mich, eine damals 21-jährige Frau, nicht bestand, weil ich in einem kleinen, geschützten Dorf aufgewachsen war. Ich machte mich also auf den Heimweg, auch mit 2 schweren Büchern in der Hand, weil ich jemandem versprochen hatte, diese für sie abzuholen, als ein Mann aus einer Gasse kam und versuchte, mich aufzuhalten. Er versuchte, mich etwas zu fragen. Obwohl ich betrunken war, merkte ich, dass das nicht gut war. Ich war allein mit ihm, es war 3 Uhr nachts. Warum sollte er so hartnäckig sein? Er begann, mir zu folgen. Eine Sekunde lang konnte ich ihn praktisch in meinem Rücken spüren. Ich holte sofort mein Handy heraus und rief einen Mann an, mit dem ich zu der Zeit zusammen war, meinen jetzigen Freund. Das erste, was ich sagte, war: Hey, ich gehe nach Hause, aber ich werde verfolgt, bleibst du mit mir in der Leitung? Mein Verfolger verschwand in der ersten Gasse, an der wir vorbeikamen. Ich habe keine Ahnung, ob er wirklich der Vergewaltiger war oder ob er überhaupt irgendwelche bösen Absichten hatte. Der Vergewaltiger wurde eine Woche später gefasst. Trotzdem gehe ich nie mehr allein zu Fuß oder mit dem Fahrrad nach Hause, und gleich am nächsten Tag kaufte ich Pfefferspray. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder vorbeigeschaut habt. Wir veröffentlichen täglich neue Videos. Durch ein Abo, das für euch komplett kostenlos ist, helft ihr uns dabei, weitere Videos zu machen, und ihr verpasst keins der neuen Videos.